Licht aus, Sterne an. So das Motto des mobilen Planetariums, das am vergangenen Wochenende in Hoyerswerda Station machte und stündlich zu einer kostenlosen Bilderreise durchs Weltall einlud. Das Ganze glich einem Astronomie-Schnellkurs. Wir wollen den Menschen das Universum näher bringen. Denn wir wissen heute mehr als jemals zuvor in der Menschheit über das Universum. Wir forschen in allen Gebieten, möchten gerne herausfinden, wie es funktioniert. Und das wollen wir natürlich kommunizieren. Die Show informiert zum Beispiel über all die Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems. Mehr als 5000 davon haben Wissenschaftler bislang entdeckt. Es geht auch um Gas- und Staubwolken wie den Orionnebel, in denen neue Sterne entstehen. Und um schwarze Löcher, die ihre Nachbarschaft zum Leuchten bringen. Solche Pulsare entstehen, wenn ein Stern am Ende seines Lebens in einer Supernova explodiert. Sie erzeugen eine grandiose Lichtershow am Himmel. Interessant, man konnte Schulwissen erfrischen oder auffrischen. Es war sehr interessant und sah auch sehr gut aus, hat mir gefallen. Ich liege auch manchmal im Herbst im Garten im Liegestuhl unten nachts und dann gucke ich, wie die Meteoriten fliegen und die Sternschnuppen. Im Pavillon nebenan können sich Besucher über die astronomische Forschung informieren. Über Gamma- und Röntgenstrahlen sowie Gravitationswellen. Eine Nebelkammer macht die kosmische Strahlung aus dem Weltall sichtbar. Der Andrang zeigt, dass es rund um Hoyerswerda jede Menge Hobbyastronome gibt. Ich habe auch den Hayakutake mal fotografiert. Das war schon 20 Jahre her, wo der kam, dieser Meteorit. Und da bin ich in den Wald gefahren extra. Und mit dem Fotoapparat, Stativ dazu und da habe ich mich hingesetzt und eine Langzeitaufnahme gemacht. Im Winter beobachte ich das immer, den Orionnebel, im Sternbild Orion. So, da muss aber ganz klares Dings und da fahre ich extra mit dem Auto raus, wo kein Fremdlicht irgendwo ist. Ich komme aus Wiednitz hier, vom Dorf. So, und da fahre ich raus und dann, wenn richtig sternklar ist, da sieht man so leicht schummrig so und dann, das ist faszinierend ist das noch. Und ganz nebenbei erfahren die Besucher auch, welche Spitzenforschung in der Region ansässig ist. Zum Beispiel an der TU Dresden. Wir arbeiten schon seit einer geraumen Zeit an der ESA-Mission Gaia mit. Und das Ziel der Mission ist, die beste, präziseste und genaueste Sternkarte unserer galaktischen Umgebung zu erschaffen. Von Mittwoch bis Sonntag macht das mobile Planetarium in jener Station und steht dort allen Astrofans offen.